Heute bin ich im Botanischen Garten in Bielefeld unterwegs. Das Jahr 2020 ist ja ein seltsames Jahr. Und genau wie alle anderen suche ich meinen Weg in die Zukunft. Hoffentlich wird das ein guter Weg. Und hoffentlich wird er nicht so schwer. Oh, guten Tag. Wer sind Sie denn? Ich bin Josef aus Nazareth. Sehr erfreut. Hallo Josef. Was machen Sie denn hier? Sind Sie auch unterwegs? Sie haben ja so viel Gepäck dabei. Ach ja, es ist nicht nur das schwere Gepäck. Ich habe auch sonst so viel zu tragen. Wissen Sie, meine Frau Maria, ich liebe sie. Sie ist schwanger, aber das Kind ist nicht von mir. Wissen Sie, einerseits, ich will ja den Weg mit ihr gehen, aber andererseits, das ist doch so viel Verantwortung. Das ist ja wirklich eine schwere Entscheidung. Ja, ich habe da hinten ein Licht gesehen. Ich glaube, es ist ein guter Weg für uns. Aber noch fehlt mir der Mut. Es ist einfach zu schwer. Sie sind noch nicht da, Sie sind irgendwie noch hier, genau im Dazwischen. Ja, es ist so vieles, worüber ich klagen könnte. Sehen Sie, hier die Steine. Jeder Stein steht für etwas Belastendes. Wissen Sie, ich habe so viele Menschen hier schon vorbeigehen sehen. Und ich weiß, manchen sieht man an, dass sie etwas bedrückt. Woher kommt da Hoffnung? Vielleicht kann ich ja ein Stück von der Last mittragen. Sollen wir nicht ein Stück zusammengehen? Oh, das ist gut. Gehen Sie doch einfach schon mal vor. Nehmen Sie einen Stein mit. Die Hoffnung, die bewegt. Und dann komme ich vielleicht nach. So machen wir das. Alles Gute, Josef. Auf Wiedersehen. Nee, haben Sie denn gar nichts mitbekommen? Hier ist Beherbergungsverbot. Aber meine Freundinnen kommen gleich auch noch. Was? Hier kommt keiner rein. Wir haben zwar Platz hier, aber hier darf keiner bleiben. Echt? Also, ich dachte, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen. Nee. Gehen Sie weiter. Schnell. Okay. An den weg. Abstand, Abstand halten. Okay. Hoffentlich wird das bald besser. Unsere Existenz ist bedroht. Und das Ungerechte ist, dass Arme immer ärmer werden und Reiche immer reicher. Da muss sich etwas ändern. Schade. Ich hätte wirklich gerne eine Pause gemacht. Aber so ist das im Moment. Wir haben viel Platz, alles ist bereit und die Leute können sich trotzdem nicht treffen. Hoffentlich wird das bald besser. Komisch. Der sieht fast aus wie ein Engel. Entschuldigung? Ja, was? Oh, ach so, das ist jetzt komisch. Sind Sie ganz alleine hier? Nein. Ich begegne vielen Menschen hier. Ich bin gerne hier im Garten. Sehen Sie, hier kommen viele Menschen vorbei. Und vielen sieht man an, wie zufrieden und glücklich sie sind. Und dann freue ich mich mit ihnen. Und was ist mit den anderen? Naja, manchen sieht man es schon an, dass sie traurig sind.
Vielleicht sind sie einsam. Sie kommen auch immer ganz allein. Und dann gehe ich ein Stück mit ihnen mit. Und das hilft dann? Oh, ein hoffnungsvolles Wort. Das kann Mut machen. Und manchmal brauchen die Menschen nur einen kleinen Anstoß, um weiterzugehen. Da hinten, unter dem Licht, da finden Sie auch ein hoffnungsvolles Wort. Gehen Sie hier durch den Gang und Sie werden etwas finden, was Ihnen Hoffnung gibt. Keine Angst, dort hinten warte ich auf Sie. Dann bis gleich. Bis gleich. Ach, da sind Sie ja. Und, ist Ihnen etwas eingefallen? Ja, ich glaube, mein Hoffnungswort für dieses Jahr ist das Wort Gespräch. Immer wenn ich nicht weiter wusste, habe ich zum Telefon gegriffen und jemanden angerufen. Und das hat mir geholfen, dann weiterzumachen. Vielleicht hilft das jetzt auch in der nächsten Zeit, wo wir immer noch Abstand halten müssen. Das ist wirklich ein tolles Hoffnungswort. Nehmen Sie das mit auf Ihren Weg. Und dann... Fürchte dich nicht. Hallo, was macht ihr denn hier? Wir? Wir sind Hirten. Hirten Tag und Nacht unsere Schafe. Aber... uns hört sowieso niemand zu, obwohl wir so viel zu sagen hätten. Ja, vielleicht gehst du einfach weiter. Vielleicht kannst du ja auch nach unserem schwarzen Schaf mal gucken. Da hinten ist ein helles Licht. Es ist schon losgelaufen, vielleicht ist es ja da. Ja, das mache ich gerne. Aber was ist mit euch? Kommt ihr nicht mit? Für uns ist es noch nicht so weit. Wenn uns doch einer die Hoffnung geben würde... Wenn einer vorbeikäme und uns so richtig aufrütteln würde, uns motivieren. Ja, vielleicht ist da ja jemand, der uns auch mal zuhört, der uns ernst nimmt. Es muss jemand sein, der mal auf die kleinen Leute hört. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihr euch hier in der Gegend sehr gut auskennt. Wenn ihr sagt, da geht's lang, dann gehe ich da auch. Die Richtung ist richtig, ja? Ja, immer da weiter. Mhm. Okay, vielen Dank. Alles Gute für euch. Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Tschüss. Komisch eigentlich, dass niemand auf die Hirten hört. Wenn irgendwer den Weg kennen sollte, dann doch die. Und was die für Geschichten zu erzählen haben, die müsste man mal aufschreiben. Ich wette, in tausenden von Jahren würden das noch jedes Jahr die Leute wieder lesen. Was kann man geben in einem Jahr, in dem man sich nicht einmal die Hand geben darf? Der Garten hier ist wunderschön und das soll auch so bleiben. Ich habe was übrig. Ich gebe eine Spende. Schenken macht Spaß. Das tut gut. Nach all den Videokonferenzen endlich mal ein Blick in die Ferne. Das ist Gadderbaum. Hallo! Ist das hier der Weg der Hoffnung? Ich bin schon so weit gelaufen jetzt. Ich bin einer der vielen Wissenschaftler, der Ärztinnen, Schwestern und Pfleger, die jetzt ja überall gebraucht werden. Und was machen Sie hier im Botanischen Garten? Ach, wir waren zu dritt unterwegs.
Und da haben wir einen Stern entdeckt. Und da dachten wir, da, ein Licht, ein Zeichen der Hoffnung für die Zukunft. Ah, Sie haben Hoffnung. Das ist ja schön. Wo nehmen Sie die her? Als Wissenschaftler haben wir ja viel gelesen und geforscht. Der Mensch an sich kann immer wieder neue Hoffnung schöpfen. Bei mir ist es die Neugier. Ich habe die Hoffnung, immer wieder was Neues, Interessantes hinter der nächsten Ecke zu entdecken. Und wo sind die anderen beiden, die mit Ihnen unterwegs waren? Ach so. Naja, es gibt viele hoffnungsvolle Wege, die man gehen kann. Der eine hat da hinten etwas Helles entdeckt. Er wünscht sich schon so lange einen erholsamen Urlaub in einem Hotelzimmer. Er dachte, vielleicht ist da eine Herberge. Und vielleicht bekommt er sogar einen Glühwein. Tja, also da wünsche ich ihm viel Glück dabei. Und was wünschen Sie sich? Ich hoffe, dass dieser Stern ein Neuanfang ist. Licht lässt ja immer wieder alles neu strahlen. Es lässt wachsen, es treibt an. Immer wieder neu, immer wieder ein Neubeginn. Das gefällt mir. Ja, aber wo geht denn der Weg jetzt weiter? Also die Hirten haben mir empfohlen, in die Richtung zu gehen. Die Hirten? Ja, das ist gut. Die kennen sich aus. Ich hol mal gerade noch meine Tasche. Da sind Geschenke drin. Hm. Geschenke für ein neues Leben, für ein neues Miteinander. Schutzmasken, Desinfektionsmittel, digitale Endgeräte, alles, was man so braucht. Aber trotzdem, man sollte genug Abstand halten. Ja, sehr gut. Gehen wir dann ein Stück zusammen? Ja, Moment, ich muss noch meine Maske aufsetzen. Hm. Augenblick mal, das Telefon klingelt. Ja? Was? Der Impfstoff ist da? Das ist ja toll. Ja? Ja, ich komme sofort und hole ihn. Ja, ja, bis gleich. Ich glaube, ich habe gerade das ultimative Geschenk gefunden. Ich muss jetzt leider in die andere Richtung. Das klingt ja hoffnungsvoll. Viel Glück, alles Gute. Gut, und bleiben Sie gesund. Gleichfalls. Dieses wunderschöne Leuchten. Und hallo Josef, da bist du ja. Hast du den Weg gut gefunden? Ja, ich habe mich getraut. Und es war wirklich die richtige Entscheidung. Sieh mal, mein Sohn Jesus. Oh, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich freue mich so. Wir sind zusammen und alles ist gut gegangen. Siehst du dieses Leuchten? Das ist wirklich ein ganz besonderer Moment. Ich wünschte, ich könnte davon etwas mit nach Hause nehmen. Ja, das ist die gute Nachricht. Nichts muss so bleiben. Es gibt immer einen Neubeginn. Was dir das Leben schwer macht, das kannst du hier im Stall ablegen. Nimm dir dafür lieber eine Kerze. Das Licht soll dir den Weg der Hoffnung leuchten. Ich habe das Gefühl, dass heute etwas ganz Neues anfängt. Nichts muss mehr so sein, wie es ist.
Ich glaube, dass ihr gleich noch viel mehr Besuch bekommt. Das solltest du denen dann vielleicht auch noch sagen. Oh ja, das machen wir. Ja klar, wir möchten unsere Hoffnung gerne mit anderen teilen. Ich nehme jetzt mein Licht und gehe nach Hause. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Auf diesem Weg liegt wirklich Hoffnung. Und die vielen Begegnungen haben mich nachdenklich gemacht. Ich will unbedingt hoffnungsvoll bleiben. Ein frohes Weihnachtsfest 2020.